Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Paragon Pioneers 2. Seit der letzten Aufnahme ist nicht wahnsinnig viel passiert. Ich habe, wie angekündigt, auf die beiden Schiffe ein bisschen was ausgelagert. Einfach, weil es geht. Schon mal habe insgesamt die Lagergröße mal so auf 5000 hier angehoben. Das irgendwie für eine ganz gute Idee hielt, dass wir hier dann irgendwann in 27 Stunden zumindest mal ein bisschen mehr reinbuttern können. Das ist ganz okay. Abgesehen davon haben wir, das lag ja eigentlich nur mit an den Handelsrouten, jetzt tatsächlich die Prunkklamotten am Start. Wie heißt das richtig? Prunkgewänder. Ja, it's all the same. Aber das stand ja prinzipiell schon, das war ja nur noch eine Frage, bis die Handelsrouten laufen. Von daher, die laufen jetzt. Und ich habe die beiden Inseln freigeräumt, die wir uns irgendwie gestern noch geschnappt hatten, zwecks Erkundung. Und habe auch schon mal ein bisschen Rohstoffe zum Bauen hingefahren. Was mir gestern noch aufgefallen ist und was dann leider ein bisschen mehr Arbeit mit sich ziehen wird, aber schon irgendwie machbar sein wird. Und es ist auch so einer der wenigen Kritikpunkte, die ich im Spiel habe. Man sieht hier halt echt nicht so gut, was an einem Fluss gebaut werden muss und was nicht. Also es ist halt so, ja, hier hinten ist noch so ein Schaufelrad, Wasserrad, irgendwas dran mit Braun auf Braun und es geht halt total unter. So. Und es ist jetzt nicht das erste Mal, dass mir das passiert, dass ich das übersehe. Hat offenbar irgendwie gestern auch im Chat keiner gesehen, zumindest hat, als wir die Inseln irgendwie zusammen geklickt haben, zwecks Erkundung, keiner gesagt, du brauchst da Flüsse für die Kältereien. Ich meine, es steht halt auch dran, ne? Aber ja. Nun, was bedeutet, wir werden die Kältereien, weil wir natürlich weder hier noch hier Flüsse haben, weil ich es einfach nicht gesehen habe, einfach noch hierhin fahren, also hierhin bauen und müssen dann sowohl die Trauben als auch die Fässer hierhin fahren. Das ist ein bisschen umständlicher dann, aber so ist es halt. Ich hatte halt keinen Bock, noch eine neue Insel zu holen. So, von daher pflanzen wir hier erstmal 15 Kältereien waren es. 15 Kältereien, ja. Yeah. Pflanzen wir hier 15 Kältereien hin. Jetzt mal gucken, wie viel Radius hast du denn? Du würdest auf jeden Fall die beiden noch mitnehmen, wenn ihr genug Radius dafür habt. Wie weit gehst du nur nach rechts? 2 nur. Okay, dann ist das auf jeden Fall noch drin. Da geht nicht. Du würdest gehen, weil du hast den mit drin. Das würde gehen. Das würde gehen. Das würde gehen. Mhm. Dann bauen wir hier vielleicht einfach noch ein Lager hin. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Nochmal hier. Nochmal checken, dass die auch alle an dem Lager dran sind. Alter, wie riesig das ist. Du bist damit dran. Okay, soweit, so gut. Fehlen noch 2. Dann geht da noch einer hin. Ja, ist auch scheißegal. Komm, und da. Wie gut, dass wir hier so viele Flussbauplätze haben. Theoretisch hätten wir auch hier einfach. Na, wobei, da hätten wir vielleicht noch ein Steinmetz wegnehmen müssen. Hier noch ein Lagerhaus hinpacken oder so. Hätten wir auch hier einfach runterbauen können. Ja, ich könnte hier mal wieder Ingame-Musik anmachen. Die mache ich halt immer aus, wenn ich für mich spiele und ein bisschen was zusammenklicke. Weil ich da meistens irgendwie selber Musik oder einen Stream oder irgendwas laufen habe. Aber ja. Okay, dann läuft das schon mal. Dann müssen wir halt nur die Rohstoffe dafür noch zusammenkriegen. Und da fangen wir jetzt bei den Fässern an. Da habe ich jetzt irgendwie gerade gar keinen Nerv drauf eigentlich, aber deswegen machen wir das auch zuerst. So, wir brauchen
Gott, ich hoffe, ich habe genug Rohstoffe dafür. 10 Eisen... Nee, 5 Eisenminen, 10 Eisenschmelzen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe nicht genug Rohstoffe dafür. Fuck off. Gut, wer ist schnell von euch? Niemand. Satch. Gut, dann fangen wir nicht damit an. Dann fangen wir wohl mit dem Wein an. Bravo, Traube, it is. Bravo, bravo, die Trauben sind so weit. Quitsch, quatsch, Trauben, matsch, du matsch, sie alle breit, sie wollen viel. Entschuldigung, ich bin nicht 90er Jahre werbegeschädigt, auf gar keinen Fall. So, Trauben. Here we go. 15 braucht, nee, 10 brauchten wir. 10. Easy money. Das sind schon mal 5. Easy. Wahrscheinlich können wir hier auch locker 14 hinpacken. Ich bin jetzt nicht. Guck mal, du passt dahin. Ja, easy. Wir kriegen das einfach mit 2 Lagerhäusern hin. Voll gut. Nice. Und sonst brauchen wir auf dieser Insel, glaube ich, einfach tatsächlich nichts. Sehe ich das richtig? Also die Trauben müssen dann letztendlich hier hin. Jo. Easy. Dann brauchen wir jetzt halt nur... 90er Werbung war wild auf jeden Fall. 90er Werbung... Also ja, nun. Gut, 10 mal Weingut haben wir auf jeden Fall. Ihr braucht jetzt halt ewig, bis ihr reif seid, aber das ist fein. Da müssen wir irgendwie 10 die Minute transportieren. Bei 2 Stunden sind das einfach mal 1200. Ich gerade 2 oder 10 Stunden gesagt. Wie viel passt hier rein? Das sind 1440, ne? Jo, sollte easy reichen. In dem Fall bitte eine... Handelsroute von Bravo Traube, wo bitte unfassbar viele Trauben reingeladen werden. So, 6-mal reicht. Und dann fährt das Ganze bitte nach hier. Wo bitte genauso viele Trauben ausgeladen werden. Das ist fein. Und dann kannst du die Route fahren. Holst in einer Stunde die ersten Trauben ab. Das ist doch alles gut. So. Dass das hier immer noch irgendwie 26 Stunden dauert, obwohl wir hier jetzt wirklich schon auf 90% sind, ne? Und soon TM auf 100. Ich finde, wir könnten echt mal jetzt auf 1000 Paragons hochgehen, ne? Also nicht, dass wir es brauchen, aber es macht halt den Kram noch ein bisschen schneller. Und wir brauchen halt das Gold durch die Kaufleute gerade wirklich nicht mehr. Also wir brauchen noch ein bisschen Gold zum Bauen, keine Frage. Und weil wir jetzt auf jeden Fall schon noch mal irgendwie 10 hiervon bauen müssen, aber das sind dann halt auch nur 3900. Das ist halt nichts. Und die Minen kosten jetzt halt auch nicht so viel. Und wir müssen prinzipiell keine neuen Inseln mehr holen, weil wir dann alles produzieren, was wir brauchen. Und prinzipiell sollte auch alles so abgezählt sein, dass wir von der Produktion her 1000 Paragons bedienen können. Ich würde vielleicht, warte mal, wie viel
Wie viel haben wir? 26, okay. 27, 28, 29, 30. Ich würde vielleicht mal nur auf 990 hochgehen, weil es tatsächlich auf 1000 ausgelegt ist. Und wir sonst mit 34 Buden auf 1020 hochgehen. Was jetzt auch nicht das Drama sein sollte, weil wir eigentlich überall genug Produktion haben sollten. Aber... nee, wir machen es mal lieber so. Und ganz ehrlich, auf 30 kommt es dann halt auch echt nicht an, was hier den Speed angeht. Die Frage ist, naja, das macht es hier schon ein bisschen schneller. Also nicht viel, aber es ist immerhin von 26 Stunden auf ungefähr 21 Stunden dann runter. 21,10. Ja, 21,11. Ja, also immerhin spart knapp 5 Stunden. Das ist da auch nicht verkehrt. Das ist da auch nicht verkehrt, wie wir inzwischen einfach 33 Inseln besiedeln können. Ne? Das ist schon auch einfach ein bisschen insane. Ist einfach ein bisschen insane. So, dann können wir hier vielleicht trotzdem schon ein bisschen was bauen. Ihr braucht jetzt halt voll lange, bis ihr ankommt, ne? Das ist eigentlich eher bedauerlich. Aber sei es drum. Wir können hier gar nichts bauen, ne? Ich auch kein Marmor und kein... Ugh. Cool. Ich dachte, mit dem Kleinkram kommen wir schon mal... Ich meine, wir können ein bisschen was machen. Wir können halt immerhin 3 Eisenminen bauen. It's something. Ich hätte auch Werkzeuge mit hier hinfahren sollen, ne? Das wäre vielleicht... Aber wobei... Ja, Werkzeuge brauchen wir gar nicht so unbedingt. Kohleminen kann ich doch safe auch bauen, oder? Yes. Wie viel Kohle brauchen wir denn dann? Gar nicht viel, ne? Was hatte ich gesagt? 10 Eisenschmelzen? Ja, okay. Eine Kohlemine reicht halt völlig. Ja, ist völlig egal. Nimm halt die hier. So, und Lagerhäuser können wir dann auf jeden Fall mal bauen. Hier. 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 Da kann noch eins hin, weil wir die Eisenmine noch mitnehmen müssen. Oder das Eisenvorkommen. Dann steht das doch auch schon mal. Okay. Nee. Damn, jetzt habe ich gedacht, können wir hier schön erstmal ein Rundchen bauen. Aber es ist halt einfach literally nichts zu tun. Bedauerlich. Naja, gut. Hierfür müssen wir dann auf jeden Fall noch Marmor und Fenster runterfahren. Werkzeug reicht, ne? Für 10 Fassküfer brauchen wir 180 Werkzeug, die haben wir dann genau. Und Werkzeug brauchen wir hier halt auch nicht. Okay. Dann... Naja, wir haben ja... Wir machen das anders. Kein Bock, noch länger zu warten. 720 und 720 sollte easy reichen, oder? Für 10 jeweils. Ja, nur dass wir... Fenster brauchen, keine Werkzeuge. So. Und dann fährst du bitte auch dahin. Wie lange brauchst du? Auch eine Stunde wahrscheinlich. Naja, okay. Oh, dann ist das halt so. Bedauerlich. Aber passenderweise, Timing, ist gerade dieses Schiff angekommen. Und wir können mal einen Palast aufmachen. Ich bin gespannt, ich erwarte Feuerwerk.
weißt du, da fährst du da 1000 Feuerwerk hin und als einziger Effekt fahrt's dann halt einer quietschig in den Wind und das war's. Ah, come on. Also da wäre halt mehr drin gewesen. Also wirklich halt wenigstens so ein klein bisschen Feuerwerkseffekt hier so über dem Palast, kurz für so 5 Sekunden und vielleicht mehr als ein kleines Geräusch. Okay, wir können Verwalter auswählen. Verwalter einsetzen. Gratulation, mit der Eröffnung des Palastes habt ihr euch die Anerkennung der Paragons verdient. Sie sehen euren Führungsstil als vorbildlich an, als pummelig, und möchten euch erneut auf Entdeckungsreise schicken. Ihr könnt nun Verwalter einsetzen, welche euer Inselreich übernehmen. Je erfahrener diese sind, desto mehr Anerkennung benötigt ihr, um sie wählen zu können. Die Anerkennung wird aber nicht verbraucht und wächst weiterhin mit jedem neuen Palast an jeder Runde. Die gewählten Verwalter geben euch dann in der neuen Spielrunde einen Bonus und keine Sorge, in der nächsten Runde werde ich euch nicht mit den Grundlagen erneut behelligen. Eurer vorbildlichen Führerschaft habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich dachte gerade, hier ist ein Tippfehler drin, aber ich habe mich einfach verlesen. Vielen Dank, Lord Southburg. Ah, guck mal, ist jetzt sogar... Okay. Ah, guck mal. Ach Gott, hier gibt's voll viele. Okay, was gibt's denn hier so? Du kannst 50 Truppen mehr in den Kampf schicken. Du kannst von Anfang an 2 Inseln mehr besiedeln. Diese zählen nicht zum Limit für die Freischaltung. Du startest mit 30 Kartenkunde. Startest mit der Plündererforschung und kannst eine neue Einheit als Söldner anwerben, den Plünderer. Diese Unterstützereinheit erhöht die Beute aller Waren aus Gegnerlagern um 1%. Deine Garnison startet gefüllt mit Plünderern. Ja, aber die Beute aller Waren ist doch nur Gold, oder? Du startest mit allen Tab-Forschung? Oh, ja, mit allen, ja, okay. Mhm. Für jedes besiegte feindliche Lager erhältst du zufälliges Baumaterial, welches in der Region genutzt wird. Je stärker das Lager, desto mehr erhältst du. All deine Schiffe haben einen zusätzlichen Lagerraum. Startest mit 50 Kreativität von jeder Bevölkerungsstufe. Das finde ich fast noch am besten. Also nicht, dass ich ein New Game Plus starten würde, ne? Aber... Du startest zusätzlich mit der tropischen Starterinsel. Ah, okay, dass man da nicht warten muss. Okay. Die gemäßigte und tropische Starterinsel sind 28er Inseln statt 22er. Die gemäßigte bietet zusätzlich Weizen, Hopfen, Honig und Kohle. Okay, das ist halt schon stark. Du erhältst bei allen Händeln, das Doppelte. Das sollte, glaube ich, Händlern heißen, oder? Und das maximale Handelsvolumen ist ebenso verdoppelt. Ja, okay. Deine Insellager sind doppelt so groß und Erweiterungen doppelt so effektiv. Du startest mit der Blue Pearl, einem Schiff, welches besser ist als alle anderen Schiffe zusammen. Wait, what? Als alle anderen Schiffe zusammen? Das heißt, sie hat halt einen Frachtraum von, keine Ahnung, 10.000 und kann in 20 Minuten von einer Region in die nächste fahren, oder was? Deine Garnisonen können doppelt so viele Truppen unterbringen. Ja. Jegliche Kreativität, die du erhältst, wird verdoppelt. Also das ist eher fürs New Game Plus Plus. Deine Schiffe haben doppelten Stauraum. Okay. All deine Schiffe sind innerhalb einer Region doppelt so schnell. Du kannst von Anfang an Gegner und Kriegshäuptlinge bestechen. Das Limit wird verdoppelt und der Preis halbiert. Das hätte ich aktuell mal gebrauchen können. Du kannst doppelt so viele Truppen in den Kampf schicken. Die Inseln zu Spielbeginn beginnen mit einem Kontor 3 und vollen Lagern. Like, vollen Lagern von allem. Außerdem erhältst du 10.000 Taler, okay.
Totenbeschwörer. Jede gefallene Einheit hat eine 50%ige Chance, nach dem Kampf wieder aufzuerstehen. Der Rückzug von Einheiten ist zu jeder Zeit ohne Verluste möglich. Da fehlt ein Wort. Und Berserker, alle Kämpfe dauern nur halb so lang. Zusätzlich wird die dann verbleibende Zeit um 4 Stunden verkürzt. Cool, das heißt, wir würden halt aktuell fast gar keine Kämpfe mehr haben, die nicht sofort fertig wären. Okay, krass. Deine Inseln zu Spielbeginn haben volle Garantie. Das finde ich lame. Deine Inseln zu Spielbeginn haben volle Garnisonen. Ja, aber halt nur mit Trash-Einheiten. Weil du da ja noch nichts weiter freigeschaltet hast. Also die werden ja nicht... Oder sind die dann voll mit allen Einheitentypen? Kann natürlich auch sein. Kann natürlich sein. Ich weiß nicht. Ich bin bei Paragon Pioneers 2 genauso wie bei 1 irgendwie nicht vom New Game Plus überzeugt, wenn ich ehrlich bin. Also ja, ist prinzipiell eine coole Idee, aber ich habe mich jetzt halt ungefähr 120 Stunden hier durchgewühlt. Muss ich jetzt nicht nochmal haben, so schnell. Wir können hier aber locker mal Schiffe versenken. Die ganzen kleinen brauchen wir nämlich nicht mehr. Ich würde 2 vielleicht mal aufheben. Wobei, wofür? Also wirklich, wofür? Das brauchen wir eigentlich nur innerhalb der tropischen Region. Also die können eh nur innerhalb der tropischen Region fahren. Und da läuft halt alles. Da können die auch weg. Und wenn wir ehrlich sind, können die eigentlich auch mal in das Gebiet zurück. Was vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Ah, ihr seid angekommen. Sehr gut. Wo wollte ich euch hinpacken? Ah, euch wollte ich für den abschließenden Weintransport haben, ne? Also nicht für den Traubentransport, sondern für letztendlich den Wein, weil wir wie viele Kälte? 15? Also das sind ja dann 7,5 pro Minute. Hatte ich das durchgerechnet? Also ja, habe ich gestern durchgerechnet, aber kommt das wirklich hin mit 2 Pinassen? 7,5 die Minute ist eine Menge. Aber wird wohl. Ja, dann richten wir doch die Handelsroute nochmal ein. Nicht, dass da schon was zu transportieren gäbe, aber... So, und ihr fahrt bitte nach Eterra. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Und dann fährst du da mit und dann fährst du da auch mit. Dann ist das schon mal erledigt. Irgendwo müsste ich noch eine Pinasse... Also, nee. Müsste ich noch irgendwo eine Pinasse haben? Ich hatte mir noch eine Pinasse für den Fasstransport aufgeschrieben und den haben wir ja trotzdem. Weiß ich nicht. Aber du heißt auf gar keinen Fall Hundepass. Wie nennen wir die Weinhandelsroute? Eigentlich müsste die Weinhandelsroute, nicht die Traubenhandelsroute, Wein nicht rumheißen. Aber dann bräuchte ich noch einen anderen Namen für die Traubenhandelsroute.
irgendwas mit Dionysos draus machen? Weiß ich nicht. Ich meine, prinzipiell sehen die halt auch leer aus, ne? Also es sieht nicht so aus, als wären die Dinger voll. Von daher sind das jetzt einfach Pfandflaschen. Bescheuert eigentlich, aber passt schon. So, auch schön, dass wir, was den Wein angeht, das Pferd total von hinten aufzäumen. Also halt wirklich. Ah, wobei, von vorne und von hinten. Wir haben die Traubenproduktion am Start. Wir haben das eigentliche Weinabfüllen am Start. Und den Transport zur Hauptinsel. Aber alles dazwischen fehlt halt. Also sprich, die Fassproduktion ist halt einfach leider, weil ich verpeilt habe, die Rohstoffe hier hinzufahren. Nun, muss noch ein bisschen warten. Natürlich auch bedauerlich. Aber mal realistisch betrachtet, wenn wir, also viel ist das ja jetzt auch nicht mehr. Also prinzipiell, was hier noch passiert, und das machen wir nachher im Stream auch noch, also halt so in einer Stunde, drei Viertel. Was hier noch passiert, ist halt 10 Schmelzen hinbauen. Und, Holz, wir müssen uns um Holz kümmern. Und wir brauchen 10 Bretter die Minute. Righty. Und dafür brauchen wir nur 5 Sägewerke und 5 Holz, verdammt, das ist gar nicht so viel. Ja, easy. Dann let's go. Tja, nochmal so 2 nebeneinander kriege ich irgendwie nicht gut, ne? 3, 4. Dann verteilen wir das halt alles ein bisschen. 5. So, Lagerhäuser. Einmal dahin, 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 dahin. Und Förster hierhin. Das passt genau nicht, ne? Dann halt so und so und so. Scheiß drauf. Okay, das läuft. Und dann... Jetzt double checken, sind 10 Holz die Minute. Das ist easy genug. Ich würde vielleicht... Na, wird schon passen. Und dann brauchen wir noch 5 Sägewerke. So, fertig. Nun. Tja. Und wenn hier der Rest steht, also sobald halt die Eisenproduktion läuft und die Fassküfer da sind und wir die Handelsroute eingerichtet haben, ich wollte auch eine Pinasse bauen, ne? Habe ich die... Doch, habe ich hier noch... Dachte, wir hätten genug davon. Okay, scheinbar nicht. Ich meine, prinzipiell könnte ich dann auch einfach eins von den Schiffen einsetzen. Wir können die Fasshandelsroute schon mal, also nicht, dass die irgendwas zu tun hätte, aber prinzipiell. So, du fährst von hier mit so viel wirst du nicht brauchen, ne? Mit einer Pinasse, aber passt schon. So, fährst du bitte nach hier. Wie heißt denn dieses...
heißt denn dieses schäbige Spiel, wo man so ein Plastikfass hat, wo man so Plastikschwerter reinstecken kann und je nachdem, wenn man es an der falschen Stelle reinsteckt, ploppt oben so ein Pirat raus. Wie heißt denn das? Also es ist so ein klein bisschen wie Krokodok, nur halt anders. Also nur, dass du halt nicht bei einem Krokodil die Zähne drückst und irgendwann klappt es zusammen, sondern steckst halt Plastikschwerter rein und irgendwann ploppt was raus. Prinzipiell ist das halt, finde den Auslöser. Ist eigentlich beides das Gleiche. Im Englischen heißt es tatsächlich Popper Pirate, im Deutschen hat das irgendeinen anderen Namen gehabt, glaube ich. Aber wenn es schon Fässer sind, leider kein Whisky. Ist halt nur Wein. Es sind halt tatsächlich leere Fässer. Es sind halt literally leere Fässer. Das ist halt eigentlich super sinnlos, oder? Also es ist wirklich super sinnlos, dass du leere Fässer produzierst und... Ja, falsches Gebiet. Und hier hinfährst, damit aus den leeren Fässern und Trauben dann volle Weinflaschen werden. Das macht gar keinen Sinn. Also gut, theoretisch werden die Trauben oder halt so für 6 Minuten Produktionszeit in dem Fass gelagert. Aber das ist halt irgendwie ist das weird. Also entweder ist das ein Schritt zu viel oder zu wenig. Weiß ich nicht. Ich fände es halt viel sinnvoller, wenn man halt Flaschen produzieren würde. Also wenn du halt einfach aus Glas noch Flaschen herstellen würdest. Oder halt meinetwegen aus Trauben und Fässern dann halt Weinfässer tatsächlich herstellst und dann aus vollen Fässern und Flaschen, wenn man halt noch den Schritt mehr reinnehmen will, ne, würde man dann volle Weinflaschen machen. Ich verstehe das Fass- und Weinding, aber wo kommt das Glas her? Naja, also im Moment kommt das Glas nirgendwo her, also die Weinflaschen entstehen halt aus dem Nichts hier in-game. Ich meine, ich finde es auch ganz angenehm, dass ich nicht noch mehr Glas produzieren muss. Sage ich ganz ehrlich. Wobei, wenn wir hier ein bisschen umschichten, würden wir... Guck mal, wir können hier von der Coastline halt ein paar Sachen wegziehen, weil hier ist schon noch hier und da ein bisschen Platz. Also so 4, 5 Spots würden wir da noch freikriegen. Und da könnten wir schon noch ein paar Quarzgruben so hinstellen. Das würde halt gehen. Keine Frage. Auch hier so zum Beispiel, weil du ja nicht ganz so viele Bäume brauchst. Also machbar wäre es schon. Aber... Nun. Schon irgendwie weird. Okay, cool. Das heißt, wir haben jetzt prinzipiell wirklich aber nichts zu tun, bis die Dinger hier sind, ja? Hier fehlt noch das Schiff für. Und das dauert eine halbe Stunde. Ja, dann machen wir doch eine halbe Stunde was anderes. Finde ich okay. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.